Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, es ist mir wirklich eine Riesenfreude, hier den Carabinieri-Saal so voll zu sehen. 2016 war ja eigentlich bis heute ein sehr verstörendes Jahr. Wenn man sich in der Welt umblickt, angefangen Bombenanschläge in Paris, in Brüssel, in Istanbul, dann eine Wahl in Amerika, wo alle es für unmöglich gehalten haben, dass so ein Mann Präsident der mächtigsten Nation der Welt wird. Alle waren wir fast ein Jahr lang, haben wir gezittert, wer jetzt Präsident in Österreich wird. Und inmitten all diesen Wahnsinns das kleine Land Salzburg. Meine Regierungskollegin Martina Berthold war letztes Wochenende im Libanon und hat Flüchtlingslager besucht. Sie ist zurückgekommen und hat uns berichtet, wie froh sie ist, dass sie wieder zu Hause ist, angesichts dessen, was in der Welt los ist, was natürlich in den Ländern in Libanon los ist. Und täglich ereilen uns die Bilder von Aleppo, wo wir unsere Ohnmacht, die Ohnmacht aller Nationen sehen, dass wir dem nichts entgegenzusetzen haben. Und inmitten hier, inmitten Europas, ein kleines Land, Salzburg. Auf den ersten Blick kann man sagen, ja, wir haben paradiesische Zustände, wir haben wirklich ein wunderbares Land. Es ist wunderschön von der Natur her. Wir haben eine funktionierende Demokratie und wir haben auch ein blühendes Kulturleben. Bei allen Schwächen, die dieses Land haben mag, möchte ich betonen, wie stark unser Land ist, nicht nur, ich spreche auch als Soziallandesrat, nicht nur als Kulturlandesrat, wie stark unser Land ist, weil eben bei uns doch alle wesentlichen Kräfte zusammenarbeiten, zusammenhalten. Das ist mir eine ganz wichtige Botschaft in Zeiten, wo man das Gefühl hat, die Welt bricht auseinander. Als Botschaft, wir sollten schauen in unserem kleinen Raum, den wir selbst gestalten können, selbst beeinflussen können, dass wir hier etwas kreieren, gemeinsam kreieren, wo einfach ein sozialer Zusammenhalt ist und wo auch die Menschen ihre Individualität leben können. Und das ist das, was die Kunst und die Kultur in diesem Land gewährleisten kann. Wir haben eine Freiheit, wir haben Pressefreiheit, wir haben die Freiheit der Kunst. Und wenn man in die Türkei schaut, das ist nicht selbstverständlich. Pressefreiheit, Freiheit der Kunst, das ist nicht selbstverständlich. Das ist kein Gottesgeschenk, sondern das müssen wir uns tagtäglich auch erarbeiten, diese Freiheit. Und besonders die Freiheit der Kunst ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Die Individualität des künstlerischen Schaffens muss einen Freiraum haben. Und das sage ich auch bewusst als Politiker, der für die Förderungen zuständig ist, dass wir diese Freiheit auch garantieren wollen und diese Freiheit gewährleisten wollen für die Menschen, die in der Kunst, in der Kultur tätig sind. Und ich glaube, dass das Land Salzburg hier ganz, ganz gute Strukturen aufgebaut hat. Das letzte Jahr, mir war es auch sehr wichtig, immer auch in Kooperation zu arbeiten. Gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern, gemeinsam mit dem Landeskulturbeirat ist es uns zum Beispiel gelungen, dass wir ein neues Kulturförderungsgesetz machen, wo der Landeskulturbeirat aufgewertet wird. Wir haben gemeinsam eine neue Geschäftsordnung und auch eine neue Wahlordnung erarbeitet. Und bei der Verabschiedung im Landtag, ich war leider an diesem Tag krank, aber es war ein klares Bekenntnis auch der Vertreter des Landeskulturbeirates. Sie haben sich bedankt für diese Kooperation, für diese gute Zusammenarbeit. Und das, glaube ich, ist der Stil, der in diesem Land gelebt wird und für den ich mich auch sehr stark in den letzten Jahren eingesetzt habe. Es ist sehr vieles passiert in diesem Jahr. Die beiden Moderatoren haben es schon angesprochen. Es war das Jubiläumsjahr 200 Jahre Salzburg bei Österreich. Das war am Anfang, ist es aus Skepsis gestoßen, aber diese Anfangsskepsis wurde überwunden und es haben sich so viele beteiligt,
auch aus der freien Szene, viele Regionalmuseen. Es waren ganz fantastische Ausstellungen in einzelnen Museen am Lande, in Regionalmuseen. Ich denke nur an Neumarkt zum Beispiel. Also hier ist ein Schwung durch das Land gegangen und es sind sehr viele qualitätvolle Projekte entstanden, sehr viele auch im Rahmen des Zukunftslabors, sehr viele Projekte, die zukunftsorientiert sind und ein besseres Zusammenleben in Salzburg auch für die nächsten Jahre angedacht haben. Und jetzt ist es unsere Aufgabe auch, das umzusetzen. Wir haben gestartet einen Plan, einen Kulturentwicklungsplan, einen Prozess, der sehr stark auf Partizipation setzt, auf Beteiligung. Nächstes Jahr werden hier gerade in der ersten Hälfte quer durch das Land Workshops stattfinden und Sie sind alle aufgerufen, sich daran zu beteiligen, mitzutun. Es soll nicht nur eine Bestandsaufnahme sein, eine Stärken-Schwächen-Analyse, sondern dann auch ein gemeinsames Commitment, wie soll das Kulturland Salzburg sich weiterentwickeln in den nächsten 10 Jahren. Ja, und schlussendlich auch eine sehr positive Botschaft. Es ist uns auch gemeinsam gelungen und auch hier ein großes Dankeschön an meine Kollegin, die Kultursprecherin der ÖVP, Frau Dr. Ballauf auch, dass wir ein ganz, ganz tolles Kulturbudget für nächstes Jahr gemeinsam ausverhandelt haben. Das Kulturbudget wird um 6% steigen. Wo in der Welt steigt das Kulturbudget um 6%? Und das ist auch ein Bekenntnis der Landesregierung zum Kulturland Salzburg und zum Stellenwert von Kultur in diesem Land. Ja, zum Abschluss möchte ich noch Werbung machen. Wir haben wieder zum dritten Mal jetzt einen Kultur- und Kunstbericht erarbeitet. Der liegt dann auf. Ich bedanke mich bei allen. Danke. Ich bedanke mich bei allen, die daran mitgewirkt haben. Er ist nicht nur inhaltlich gehaltvoll, sondern zum ersten Mal auch der Umschlag wurde gestaltet von einer Preisträgerin, Frau Eva Möseneder, hat den Umschlag gestaltet. Also auch der Kunstbericht des Landes ist ein Kunstwerk. Bitte nehmen Sie ihn mit und verschaffen Sie sich einen Überblick über all die Aktivitäten in diesem Jahr im Kulturland Salzburg quer durch alle Sparten. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, auch bei meiner Verwaltung. Ich sage bewusst bei meiner Verwaltung, weil wir da eine hervorragende Zusammenarbeit pflegen zwischen Kulturressort und Kulturverwaltung mit Frau Magister Feichelbau an der Spitze. Dr. Paul Arzt war sozusagen der Chefredakteur und es haben sehr viele mitgewirkt in der Kulturabteilung an diesem Werk. Mein großes Dankeschön und auch, liebe Frau Magister Feichelbauer, auch hier ein Dankeschön für den sehr konstruktiven, wertschätzenden und loyalen Umgang zwischen Politik und Verwaltung. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, uns allen, einen spannenden und auch dann noch unterhaltsamen Abend. Dankeschön.